Dann haben wir eigentlich einen jungen Mann getroffen, der ein durcheinander gewirkt hat. Wirklich wie ein elend hat er ausgesehen, ein bisschen bleich. Und hat uns schon einen Tipp gegeben, auf was es läuft. Und dann haben wir den so angetroffen. Und dann hat es angefangen mit dem Case, den wir dann angefangen zu betreuen als, in unserer Rolle als Betriebssanitäter. Das ist, ja, nachher hat man eben in Sani-Raum gebracht, einfach alles, was die Massnahme ein bisschen ist. Und man hat nachher auch gegen JDMT hat man ja gegen das Telefon, wir haben einen Arzt in der Linie gegeben. Und so hat man nachher die ersten Eindrücke gefasst, was jetzt mit dem ist, was man könnte machen oder was man muss machen. Das war so ungefähr der Anlauf von diesem Case, speziellen Case. Ich finde, der Fall ist super gelöst worden, weil er hat der betroffenen Person sehr gut geholfen und die Hilfe war sehr verhältnismäßig gewesen. Wenn man sich überlegt, was Alternativen gewesen wären, wären die alle viel schlechter gewesen. Von dem ein grosses Kompliment an den Betriebssanitäter. Im normalen Case ja, ist etwas da, man behebt es und das ist gut. Und der Case schon nur, bis man mal herausgefunden hat, was er hat, wie man das behandelt. Wie, es war nicht irgendeine Blüte, die man einfach so stillen kann. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht. Es hat nachher auch Zeit gebraucht, die ganze Nachbehandlung. Also Behandlung ist das falsche Wort, einfach Betreuung. Der Kollege war mit ihm spazieren. Wie er den Arzt nicht erreicht hat, war er nachher lange bei mir auch noch am Arbeitsplatz gewesen. Also über den ganzen Tag hat man nachher an dem fast 3,5-4 Stunden gebraucht, bis der Patient nachher selbstständig heimgehen konnte. Das war etwas, was wir eigentlich bis jetzt so nie erlebt haben als Betriebssanitäter in diesem Gebäude hier. Also, es hat sehr komisch angefühlt. Man hat den Patienten gesehen, wo man nicht wirklich gewusst hat, was hat er, wie geht man mit dem um, was darf man ihn fragen. Wir kurz vorher haben wir wirklich auch mitbekommen, ja, tun wir als Betriebssanitäter so Sachen machen. Und dann hat es eigentlich eher geheißen, nein, das lässt man die Fachpersonen machen. Und dann sind wir da wirklich in diesem Case mit drin gewesen, das zweite Hoch. Wir haben zwar einen Fachmann am Telefon gehabt, aber man ist wirklich verloren, wenn man es antrifft. Es beschäftigt ihn auch länger, als das man vermutet. Grundsätzlich reden wir vom Notfallmanagement. Die Betriebssanität ist ein Instrument vom Notfallmanagement. Häufig die einzige wirklich funktionierende Notfallorganisation in einem Betrieb. Und ich bin klar der Meinung, ja, psychische Notfälle oder auch Notfälle unter der Krankheitsschwelle, jemand, der bejagt im WC, ist ein typischer Einsatzfall für die Betriebssanität, soweit sie auf das vorbereitet ist. Es könnte sehr durchaus sein, dass das nicht der letzte Fall ist, der noch jetzt aufpoppt bei uns Betriebssanis. Das ist wirklich meine Vermutung. Ich kenne selber die Statistiken nicht. Es ist immer die Frage, wie man Fragen tut. Es ist sicher ein Modethema und das Modethema kommt sicher auch von dem, dass es den Leuten viel bewusster ist. Und ja, ich bin schon grundsätzlich der Meinung, heute gehört es zu all diesen Themen, wo man sagt, da müssen wir Antworten drauf finden.